Eine ganze Ewigkeit ist es her, als dieses Projekt begann. Und damit seid gegrüßt zu Tomodachi Live. Heute, ja, es ist soweit, es muss verkündet werden, der letzte Part von Tomodachi Live. Ein Projekt, das meine ganze Zeit, meine ganze Karriere, sofern man es Karriere nennen kann, meine ganze YouTube-Zeit überdauert hat. Im März 2016 begann dieses Projekt und nun schreiben wir den Dezember 2018. Eine echte Ewigkeit, die dieses Projekt auf meinem Kanal überdauert hat, geht nun zu Ende mit diesem Part. Wir werden heute nochmal die winterliche Landschaft von Coffee Bay sehen und Abschied nehmen von diesem Projekt. Ja. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidolon zu einem neuen Part Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Auf geht's! Ja, da sind viele Ereignisse los und da schauen wir direkt mal hinein, was es denn so zu sehen gibt auf der Insel. Das Möbelhaus, Fachgeschäft für Einrichtungsgegenstände, gestaltet von Zeit zu Zeit die Apartments der Bewohner um. Genau so sieht's aus. Ja, es kann sein, ich glaube, es ist sogar so, dass ich offscreen ein bisschen weiter gespielt habe. Die haben wir sogar schon ein Haus im Mieviertel. Ja, ich glaube, das war so, da habe ich die Hochzeit auch mitfilmen wollen, aber es nicht ganz geschafft. Erste Hochzeit. Mann und Abby sind eingezogen. Ja, das war unsere erste Familie. Ein Kind hat es leider nie gegeben und die Hochzeit wurde auch nie gefilmt. Einigermaßen erbärmlich, aber ja. Da ist es, das erste Ehepaar, Jan Böhmermann und Abby Schildloh vom NCIS. Ja, aber ins Möbelhaus mit uns. Da gibt's neue Sachen. Industrie-Mobiliar. Das kaufen wir uns einmal. Ja. Können wir gleich mal ein paar Sachen verteilen. Wir können heute alles verteilen. Können wir heute alles raushauen. Alles, was wir irgendwie an Klamotten haben, können wir auch alles, was wir an Möbeln haben, können wir verticken im heutigen Part. Wo wir beim Thema sind, in Farben vor Schal gibt's ein Karo-T-Shirt. Davon kaufe ich das mal eins. Sieht gut aus. Ein Kung-Fu-T-Shirt. Eine Kochschürze. Sweeter-Rock-Kombi. Na, das sieht doch super aus. Davon nehme ich mir welche mit. Eins in weiß und eins in schwarz. Ja. Sehr gerne. So, mal wieder hier zu sein. Ist auch eine schöne Sache. Aussichtsturm, da lauert jemand rum. Müssen wir mal gucken, wer so auf dem Aussichtsturm chillt. Der Barack Obama. Der ist hier. Alles da genießt. Den weihnachtlichen Sternehimmel. Den vorweihnachtlichen natürlich. Ja. Eine Suppe hier in Coffee Bay. Der Park. Der PewDiePie. Der ist hier im Chillen. Alles klar. Alles klar, Digga. Und im Vergnügungspark. Park. Na, wer ist da auf dem... Das ist doch hier, das ist der Julian's Block.
Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Ist der Wale überhaupt jemals aktiv, solange das Projekt lief? Ja. Ich glaube, der ist einigermaßen irrelevant geworden, oder? Kann das sein? Also, Julians Blog. So relevant ist er, glaube ich, nicht mehr. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre, aber ja. Ich habe in den letzten Jahren nicht viel von ihm gehört. Könnte gar sein, dass er aufgehört hat. Und Decade vom NCS brüllt im Sand. Ja. Alles. Lustig, ja. Die Weihnachtsmusik läuft noch nicht. Ist ja auch noch nicht so weit, aber ja. Schnee liegt schon hier. Und ist das kein Schnee? Doch, das ist also schon verwinterlich verschneit. Willkommen. Was gibt es denn hier zum Mampfen? Neues französisches Fleischgericht mit 4 Rotweinpilzen und Zwiebeln. Oh, weihnachtlich. Beef, Bourguignon, irgend sowas in der Art. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Gleich mal 5 kaufen. Sehr gerne wieder. Ich kaufe immer wieder gerne bei euch ein. Hutmacher. Auch ein Roboter. Ein Haarknoten. Eine Fliegermütze. Ein Farbkäppchen. Naja. Lassen wir mal liegen. Kümmern wir uns mal stattdessen um die Nachrichten. Und Robert Hofmann. Willkommen bei den Nachrichten um 11 Uhr. Wir unterbrechen heute unser normales Programm, um Details zum Wetter im Weltall bekannt zu geben. Wir geben weiter an unsere Wetterexpertin Watson. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das Wetter morgen im All wird. Auf dem Mond wird es klar sein, ebenso auf dem wunderschönen Saturn. Der Jupiter darf auf einen klaren Himmel hoffen. Auf dem Mars sind Schauer zu erwarten, gefolgt von dichten Wolken. Auf der Sonne sind Temperaturen um die 6000 Grad zu erwarten. Ja, ist klar. Und die Emma. Ihrer Meinung gefragt. Das nennt man dann wohl ein Wunder. Das war meine Idee. Sie haben sie zuerst umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Robert Hofmann und das waren die Nachrichten. Hofmann. Okay. Dann schauen wir mal nach dem Neuesten. Hier im Mietapartment. Wer denn da so alles noch unterwegs ist? Sukiok. Eins meiner Mies. Reicher als ich gedacht hatte. Schläft schon, aber er hat ein Problem. Das ist gefährlich. Er möchte natürlich wieder auf dem unteren Bildschirm geholfen werden. Ja, bei uns wirst du geholfen. Aha. Warum halten wir an? Was ist denn los? Ich muss mal. Ich hab dir doch gesagt, geh noch mal, bevor wir losfahren. Ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich kann's noch halten. Was für gehaltvolle Dialoge hier in den Träumen von diesem Mii. Tomodachi Life. Und die Straße, die ist auch wundervoll animiert. Alles, ja, sehr wunderbar. Und was ist jetzt? Haben wir überhaupt noch genug Benzin im Tank? Ich habe gerade erst getankt. Na dann. Ach ja, stimmt. Dann ist ja gut. Was für Quench-Dialoge. Ja, so einen Traum möchte man nicht unbedingt haben. Schnatz erhalten, Schatz erhalten. Da haben wir ihn. Warst du nicht das Ebenbild von Zwergenfürst? Ja, das war und bin ich. Ich denke, Krepi und ich sind richtig gut befreundet. Da kann man machen. Dann steht einer noch engeren Bindung ja nichts im Weg. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt. Das kann man so machen, aber ja, würde ich jetzt nicht sehr empfehlen. Aber ja, mach mal.
Ist ja jetzt der letzte Part, also viel wird da nicht mehr entstehen. In welchem Zimmer wohnt noch einmal Sturmwaffe? Keine Ahnung, frag mich nicht, ich war lange nicht mehr hier. Musst du wohl selbst mal nachgucken gehen. Ich befürchte, da musst du selbst mal vorbeischauen und das selbst mal herausfinden. Fragst du mal bei der Verwaltung nach. Hier, bei der Verwaltung. Da, Informationen über Coffee Bay, können wir mal gucken, wie es ausschaut. Verhältnis ist sehr weiblich, sehr männlich natürlich. 39 zu 23, 62 Einwohner haben wir immerhin. Durchschnittsalter 38,3 Jahre alt. Das ist ein ordentliches Alter. 8-mal Streetpass-Begegnungen, 5 Besucher, wild und frei. Ja. Charakterübersicht, können wir mal gucken. Ruhige Leute. Ruhige, warmherzige Leute. Gemächlich. Da haben wir Sonnenschein. Lebhaft. Kumpeltyp. Naja, trifft nicht auf alle zu, aber auf die meisten. Flirtgranaten haben wir da. Aha. Hier der meist besetzte Jeep, Abenteuer-Jeep, lebhaft. Einmal hier alles zeigen. Das Klärchen, Popärchen. Also nüchtern, ehrgeizig. Da haben wir so. Nüchtern, zielstrebig. Wer die Gesichter noch kennt, nüchtern Freigeist, nüchtern schwungvoll, und kühl und nachdenklich, dann intellektuell, dann kühl und glutzig. Ja, so viel dazu. Das sind, glaube ich, dann alle Bewohner. Haben wir sie auch mal so gezeigt. Der Böhmermann, der möchte etwas. Und dann werden wir uns um ihn kümmern, denke ich mal. Ein Urlaub weit weg von hier. Nur wir beide. Nein, danke. Ich habe leider keinen Reisegutschein dabei. Also, wenn ich es vermeiden kann, mit Jan Böhmermann in Urlaub zu fahren. Kriegst ein Beef Burger Garagun oder wie es gesprochen wird. Als Trost. So, ist klar. So weit, so gut. Oh, Mimi. Hat sich die Haare irgendwann mal rot gefärbt? Ja. So, was liegt dir auf dem Herzen? Ich brauche einen neuen Hut. Einen Hut? Seit wann brauchst du einen Hut? Das ist eine einfache Mütze. Ja, sieht recht kacke aus, aber was so ist. Na, Rap darf er lernen. Lied verschenkt Rap. Dann wird er zwar nicht mehr dazu kommen, das vorzutragen, aber ja. Einen Döner. Das muss natürlich noch sein. Das muss einmal gekostet werden. Oh, das gefällt ihm sehr gut. Wow. Haben wir gerade seine Lieblingsspeise entdeckt. Lieblingsspeise, das ist auch von mir. Das ist von meinem Mie. Schaut so aus. Das war die ganze Zeit der Döner und das haben wir nicht mitbekommen. Das haben wir ihm nicht mit ganzen Folgen nicht geben können. Was? Lieblingsspeise. Tatsache. Lust auf ein Spielchen mit dir, also mit mir doch immer. Nochmal ein Quiz der Gemeinsamkeiten zum Abschluss. Na, unbedingt. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Ich muss richtig oder falsch sagen. Zwergis Schwester und Gronkh sind ein Liebespaar. Ich hoffe doch nein. Also, ich meine, ja, er ist dann doch ein bisschen zu alt. Also, jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist, ja.
Ja, ist er. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Sie sind Fremde. Ah, okay, ja. Logisch. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Sind beide im Moment satt. Wer soll sie denn gefüttert haben? Also ich war hier seit Wochen nicht da, also nein. Und die korrekte Antwort ist... Würde mich überraschen. Das ist falsch. Ja. Sind alle ausgehungert hier auf der Insel, weil die sich ja nicht selbst versorgen können. Ich war seit Monaten nicht hier. War ich dieses Jahr überhaupt schon mal hier? Keine Ahnung. Könnte durchaus der erste Part 2018 sein. Die letzte Aussage zu deinen Inseln. Die letzte. Erst und letzte unter Umständen. Kedus und Sherman Letztui sind Nachbarn. Du, die Aneinanderreihung hier auf Coffee Bay, das ist mir nicht mehr ganz geläufig. Das habe ich halt wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich würde mich sogar fast drauf festlegen. Also ich glaube ja, das ist so der Fall, dass ich dieses Jahr das noch gar nicht gespielt habe. Könnte das sein? Aber ich würde mal sagen, ja. Kommt ungefähr hin. Das stimmt genau. Oh. In 506 und 507. Super gespielt. Ich bin mal bescheiden und nehme das Kleinste. Ein Kroken. Ja, das ist wirklich bescheiden. Aber nicht so bescheiden wie das Klo oder die dreckige Socke, die da drin gewesen wäre, in den anderen. Ja. Ich laufe nie dem jüngsten Trend hinterher. Ja, was sagt es? Das ist durchaus die Wahrheit, die hier von meinem Mi. Ja. Einmal Grüntee für den Zwerg. Das finde ich nicht so gut. Ja. Tee. Ja, vor allem Grüntee. Naja. Tatsache ist, ja, wo ist denn der jetzt hingehauen? Oliver Welke, bei Oliver Welke zu Besuch. Ja. Okay, der Böhmermann, den hatten wir schon. Und wen haben wir denn hier? Holla die Waldfee. Ja. Alles klar. Die mit ihrer hohen, piepsigen Stimme. Ja. Da bin ich gespannt. Schieß mal los. Ameisen. Ja. Das klingt nach Herr Bergmann. Sehr ähnlich. Hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. So. Dankeschön für das Sekten. Dankeschön. Schön, dich mal wieder getroffen zu haben. So ungefähr. Das will ich nicht sehen. Die Holla, Holla die Waldfee ist nicht ihre Lieblingsspeise. Aber ja, kann ja nicht bei jedem klappen. Ja, auch mit dir gerne mal. Hatten wir auch lange nicht mehr. Na dann, klopfen wir. Und klopfen wir um den Sieg. Sieg, 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 Sieg. Ja, wir haben die Waldfee besiegt. Holla. Das war ein Sieg. Diesmal mal das Größte. Ein Basketball. Naja. Können wir gleich wieder weiter schenken. Und bei der Holla ist ja viel los. Der Palmer. Dr. Palmer und der Nintendo ist hier unterwegs. Ein Drachenbursche. Und Blackie. Da gehen wir erstmal bei Blackie. Schauen wir mal bei Blackie. Das Ebenbild von Zwergenfürst Elgi, nicht wahr? Schauen wir mal bei der Blackie vorbei. Ja. Ich habe Hunger. Ach was. Bean. Ist heute wieder Dönertag. Oh, Partner Zombie, sehe ich gerade. So war das also. Ja. Und Blackie war mit Zombie zusammen. Die haben wir geschöpft. Metal Scene. Nicht verschenkt. Alles klar. Ich schenke reisenden Muscheln, damit sie diese Insel nie vergessen. Das ist eine edle Sache. Das ist eine edle Sache. Mal gut. Hier hast du eine ganze Ananas. Ist.
mitsamt Grünzeug und Stacheln. Gemampft hat ihr aber geschmeckt. Ist hier. Ja, ich sehe es. Herr Newstream. Ja, die Neuigkeiten überschlagen sich. Ja. Ja, hat er schon die richtigen Bewegungen gemacht. Die Neuigkeiten überschlagen sich. Ja. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Eine neue Inneneinrichtung, ja. Neues gekauft. Das sollst du kriegen. Danke für die neue Einrichtung. Ja. Ich finde sie wirklich gut. Die Neuigkeiten überschlagen sich. Herr Newstime hat eine neue Wohnung. Demnächst. Also nie. Ungern geschehen. So, Level 2 für Herrn Newstime. Ja, ist wohl ein neuer Erlernen. Verschenkt. Ein kleines Dankeschön. Oh, hier wird sich gegenseitig beschenkt. Ist ja bald Weihnachten. Ein Magenmittel. Passt auch zu Weihnachten, wenn man da zu viel gefressen hat. Dann, ja. Ist, glaube ich, ganz eindeutig, was manchmal so nach Weihnachtsessen passiert. Wen haben wir da im oberen Geschoss? In den letzten Etagen? Holla gleich da drüben. Holla da hinten. Holla auch direkt hier. Eine echte Holla-Menge. Mhm. Holla die Waldfee, was die so träumt. Fresh Torge haben wir hier noch drin. Der Drachenburschen. Jim Bam. Der ist noch mit eingezogen. Bunklings. Julians Block. Die sind hier noch mit eingezogen. Der Drachenbursche ist natürlich maskiert. Was denn sonst? Sein echtes Gesicht war auf der Insel. Und zum Abschluss. Ja, dieser Part neigt sich langsam dem Ende zu. Würde ich mal sagen, schauen wir nochmal zum Glücksbrunnen und schauen uns an, wer so alles auf die Insel kommt. Gekommen ist, wer alles so Mitglied geworden ist, wer alles dieses Projekt bestückt hat, wer da alles zugehört hat. Und dann, ja, sammeln wir mal die letzten Spenden und schauen mal, wer so alles mit dabei war. Und auf geht's. Lassen wir sie mal einmal durchlaufen und gucken mal, wer alles da war. Die Credits sozusagen, sagen wir danke. An, ja, an mich, an mein Mi, an, lass mal gucken, ob ich die zusammenfinde, Part, nee, das war Lea, Verstorge, Kelly, was ist Vlog, das war Robert Hofmann, das war Simon Unge, der Drachenlot, danke auch an Bishop, das war glaube ich Bishop vom NCRS, dann Chara Bravo, German Let's Play, Hetty vom NCRS, von der NCRS-Mitglieder, Emma Watson, Gibbs, der Julian Bam war auch mal dabei, die Baby, Baby's Beauty Peppers, die Marmelade Nurma natürlich auch als Meme mit dabei auf diesem, auf dieser Insel, in diesem Let's Play, der Le Floyd, die Joyce Nilk, natürlich die ganzen YouTuber, Maudado, der Brunklings, ein amerikanischer YouTuber, hatten wir ja zwei in diesem Let's Play, der Zwergenfuchs himself, Zombie, zum letzten noch mit Blackie, verlobt oder ja, zumindest in einer Beziehung, Zwergi Junior, also mein früheres Grundschul-Ich, und der Däner, der Concrafter, meine Schwester, der Kelos, da hätte ich fast seinen Namen vergessen, Kelos Zone, der McGee vom NCS, die Abby, der NCS Director Vance, die Blackie, von der gerade eben die Rede war, zusammen mit Zombie, die Cold Mirror darf natürlich auch nicht fehlen, der Lenny V. Cates, der Greenie, der Honeyball, auch auf dieser Insel, der Julians Block, der auch schon diesen Part vorkam, die Sturmwaffe, Donald Trump,
Herr Newstime. Und dann kommt Direktor Shepard vom NCIS. Dann kommt Barack Obama. Holla die Waldfee. Und der zweite amerikanische, naja, amerikanisch ist er nicht, aber ja, englischsprachige YouTuber. It's me, PewDiePie. Dann kommt Paluten, Partner Amidala, The Gronk, die Kate vom NCIS, die Ray aus Star Wars, Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, der Let's Play Markus, selbstverständlich, ein Muss auf dieser Insel, der Weihnachtsmann, ja, himself, der Weihnachtsmann, Black Metal Fan Nisa, der, ja, Oliver Wilke von der Heute-Show, der Dr. Donald Mellert, der Drachenbursche, Herr Bergmann, die Creepy und Tony Dinoso vom NCS, Dr. Sein Name, Dr. Palmer vom NCS, Domtendo, Jan Böhmermann. Und das war's auch schon. Die erste haben wir vergessen. Wer fehlte denn da noch? Das war. Nee, Neerhardt war mit dabei. Wer fehlt da noch? Einen habe ich am Anfang nicht nennen können. Naja, bis auf einen haben wir alle genannt. Ja. Ist noch ein bisschen Spende eingekommen. Für die Zukunft offscreen hier vielleicht von dieser Insel, falls ich das mal wieder spielen sollte. Vielleicht gibt es irgendwann einen extra Parallels irgendwann mal. Aber jetzt ist es erstmal abgehakt. Das Projekt ist jetzt erstmal beendet. Und ja, dies ist der letzte Part. Spenden. Willkommen. Das nimmt jetzt ein Ende. Und wir machen noch ein Abschiedsfoto, ein Abschlussfoto. Da hat sich gerade das Ganze vermischt. So, Foto aufnehmen. Dann machen wir mal alle Einwohner. Klicken wir auf das, auf den Menüpunkt. Alle Einwohner. Und ja. Na, rödelt es mal. Lassen wir mal alle Bewohner auf ein Gruppenfoto antreten. Schauen wir mal nochmal nach, ob alle drauf sind, ob alle vertreten sind, wen wir alles so hatten. Ja, wundervoll. Gelb, grau, pink, weiß. Hier so ein gelber Hintergrund, ist doch nicht schlecht. Kann man machen, oder? Wollen wir hier mal einen blauen Hintergrund? Ja, ein blauer Hintergrund. Ja, super. Ja, da sind sie alle nochmal vertreten. Alle Mies, nochmal alle Bewohner dieser Insel. Einige lustigen Kostümen. Ja, und da wären sie alle nochmal. Die obere Reihe ist noch nicht ganz voll. Da haben wir es leider nicht ganz geschafft, noch mehr Bewohner auf die Insel zu bekommen. Sind nicht 100 gewohnt, sind nur ein paar über 60. Naja, immerhin. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben. Sollte euch dieses Projekt und dieser Part Tomodachi Live mit der Zwergenfrist gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwergenfrist verpasst wollt. Ja, da kann ich eigentlich nicht so, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich finde es ein großartiges Projekt, also es, auch auf meinem Kanal, die Entwicklung von meinem Kanal hat man da großartig mitgesehen. Das Spiel an sich, großartig, kann ich auch nur sagen. Also macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man das offscreen spielt. Also muss ich wirklich sagen, also hat im Let's Play jetzt nicht sonderlich viel Spaß gemacht, weshalb die Parts auch nicht so rüberkamen. War auch so ein bisschen, ja, vielmehr ein bisschen schwer, das aufzunehmen, aber ich habe es 2014 geschenkt bekommen, habe das auch mehrere Male durchgespielt, also das war jetzt, glaube ich, mein dritter Durchgang, den ich mal gemacht habe. Der einzige Durchgang von den dreien, die nicht vollständig waren. Ja, es ist auch, es ist einfach ein schönes Spiel, also Miitopia als Fortsetzung, naja, als die indirekte Fortsetzung von Tomodachi Life.
hat es auch gebracht. Das haben wir ja auf dem Kanal auch gebracht. Das war eine gute Weiterführung. Aber Tomodachi Life an sich als einzelnes Spiel. Ich hörte mal, dass eines Tages mal Tomodachi Life 2 rauskommen soll für die Switch. Das ist nur ein Gerücht, was ich gehört habe. Vielleicht 2020 oder Ende 2019. Wollte ich mal was. Wenn ja, könnte man vielleicht mal überlegen, dass man das mal wieder spielt. Aber ja, ich bin froh, jetzt dieses Projekt abgeschlossen zu haben. Es war toll, es hat Spaß gemacht, die ganzen Bewohner mit auf die Insel zu kommen, hier mitkommen zu lassen. Also ja, ihr seht sie jetzt hier nochmal ein bisschen verpixelt, aber was bleibt mir noch zu sagen? War eine schöne Zeit mit den Bewohnern, mit der Insel, mit Coffee Bay, mit Tomodachi Life. Kann man sich nochmal angucken, kann man nochmal an den Anfang zurückgehen, nochmal. Ja, die ersten Videos, die sind nicht ganz, ja, da gibt es ein bisschen Augenkrebs unter Umständen, aber ja, da kneift man sie mal ein bisschen zu, die Augen beim Gucken. Irgendwann ab Folge 30 vielleicht, keine Ahnung, wird es dann, oder 20, irgendwann wird es dann besser, dann ist dann einigermaßen gute Qualität, einigermaßen ansehbare Qualität drin. Aber ja. Na dann. Ihr merkt, es fällt mir ein bisschen schwer, mich davon zu verabschieden, aber es war ein 3-Jahres-Projekt. Ja, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Jawohl, mein Schatz, ist es vorbei. Und dann würde ich sagen, haut daran, man sieht sich in einem anderen Projekt. In einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Habt bis dahin eine angenehm fürstliche Zeit. Man sieht sich. Haut daran. Ciao, ciao. Endlich ist das Ding vorbei. Also mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe ich hier raus. Ja. Oi. Hat das lange gedauert, bis ich das mal zu Ende gebracht habe. Naja, ciao, ciao.